Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zum nächsten Part von Green Hell. Ich muss ein ganz klein wenig leiser heute reden. Meine Freundin ist nebenan schon am Schlafen. Aus dem Grund konnte ich heute nicht so wie ein wilder Papagei durch die Gegend schreien. Genau. Hier. Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall heute, vor einer halben Stunde ungefähr mal nachgeschaut, wie man speichern kann und auch wie ich diese großen Gebilde bauen kann. Dazu kommen wir aber gleich noch. Als allererstes muss ich jetzt erstmal wieder was zu trinken finden. Ihr habt sicher jetzt schon gemerkt, ich bin nicht schon wieder am Anfang des Spiels, weil wir das letzte Mal gestorben sind. Ich habe, wie ich es euch versprochen hatte, gesagt, dass ich jetzt ungefähr auf dem selben Stand Rohstoffe sammle. Das habe ich auch getan. Ich habe jetzt hier ein bisschen Waffe, einen kleinen geschliffenen Stein, hier ein paar Lianen, ein paar Stocke und noch ein bisschen was zu essen, ne? Genau. Weil viel weiter waren wir ja auch das letzte Mal gar nicht gewesen. Gut. Jetzt ist die Frage, am alleroptimalsten wäre es natürlich trotzdem weiterhin eigentlich, was ist denn das da unten? Das sieht ja aus wie ein Gebilde. Wie so ein Dorf, von Menschenhand gebaut oder so. Ist ja krass. Ich glaube, da unten laufen. Nee, oder? Nee, da ist nichts. Vorhin bin ich sogar dort hinten die Klippe runtergeklettert und bin dabei leider. Wow. Und bin leider das letzte Mal gestorben, genau. Bin dann dort gestorben. Gut. Okay, jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch schnell ein bisschen Obst oder so zum Essen, weil wir Feuchtigkeit brauchen, weil wir am Verdursten sind. Leute, guckt hier. Wir brauchen Wasser. Kann man die eigentlich auch? Nee, das geht nicht. Okay. Stöcke nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Pilze habe ich jetzt noch eine Weile. Wobei Stöcke ja inzwischen relativ einfach zu finden sind. Man muss einfach nur mit der Axt kleine Bäume fällen. Das ist wirklich am einfachsten zu finden. Was haben wir denn hier? Feder. Ah, da können wir Pfeile herstellen. Das ist natürlich auch easy. Pfeil und Bogen. Entschuldigung. Genau. Ich sollte mich nicht hier ablenken lassen von dem ganzen Zeug, was auf dem Boden liegt. Ich sollte endlich mal... Ein toter Papagei. Den kann man essen. Ja, wir haben Durst. Also entweder Kokosnuss oder halt allgemein Früchte, ne? Scheiße, da komme ich nicht runter. Oder beziehungsweise noch nicht runter. Das heißt, wir müssen wieder tief in den Wald hinein. Guck mal, da haben wir doch was gefunden. Tipptopp. So. Dann verspeisen wir die doch auch mal gerade. Och, nicht fallen lassen. So. Tipptopp, das nehmen wir wieder mit. Ist wieder besser? Ja, nicht wirklich. Also ist schon besser. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Und am optimalsten wäre natürlich auch gerade eine Wasserquelle zu finden. Da könnten wir dort unser Lager aufschlagen. Und da könnten wir auch noch fischen. Könnten wir dann Ausschau halten und fischen gehen. Genau, das wollte ich noch sagen. Palmblätter können wir jetzt noch nicht groß gebrauchen. Ich bin am Überlegen. Anstatt einfach nur querfeld einzulaufen, schlage ich vor, dass wir mal eine Himmelsrichtung aussuchen. Sagen wir zum Beispiel, laufen wir Richtung Westen. Westen ist eine gute Sache. Genau. Okay, ist jetzt zwar nicht so schlau mit dem Berg vor der Nase, aber wir laufen einfach mal um den Berg jetzt hier rum. Um zu gucken. Ich gucke halt immer... Ah, die Axt kriegt einfach plus eins. Ich bin halt immer noch nebenbei ein bisschen am gucken, dass ich vielleicht Pflanzen oder so einsammle. Die zum Einsammeln sind natürlich. Da haben wir wieder ein paar Früchte. Das ist gut. Früchte. So. Ja. Also die Eingeborenen, die greifen hier einen übrigens auf jeden Fall an, wenn man denen zu nahe kommt. Also da wirklich gucken, dass man auf jeden Fall eine Waffe in der Hand hat. Für den Fall der Fälle, falls das mal so weit kommen sollte. Den nehmen wir noch mit, komm. So. Ich dachte gerade, ich kenne die Stelle hier, aber ich glaube, da irre ich mich, oder? Ist das nicht... Habe ich da was gehört gerade eben? Thirsty. Ah, schon wieder durstig ist er. Ach, Quatsch. So. Also komm, gib mir dir noch ein bisschen Früchte zu essen. Ist jetzt besser? Ja. Viel besser. Aber das führt uns nicht daran vorbei. Endlich mal... Kann man den fällen? Nee. Oh, guck mal.
Ey, das ist doch perfekt für ein Lager hier drinne. Kann man da trinken? Ist das sauberes Wasser? Sollte sein, ne? Unsicher. Weil es regnet oder weil es steht? Komm, ich trinke. Ich riskiere das jetzt mal. Sauber. Ja gut, so optimal ist das jetzt auch nicht, weil am besten wäre natürlich, wenn wir Fische da an der Nähe von so einem kleinen Bach oder Fluss oder Teich oder ja, ein See wäre natürlich am optimalsten, wenn wir sowas finden würden. Ah, das ist eine Sackgasse. Nee, dann ist das sowieso nicht so optimal, finde ich. Klar, wir werden, sind hier drin natürlich gut geschützt, aber nee, das machen wir nicht. Ich suche was Besseres. Und wie gesagt, ich halte auf jeden Fall jetzt auch noch Ausschau nach dieser kleinen gelben Pflanze, die gegen Vergiftung hilft. Man weiß ja nie, wann man wieder einer Klapperschlange begegnet. Boah. Wisst ihr? Ich probier's. Als ob. Wo ist denn das gelandet? Hier. Ja, nee, komm, das ist noch zu früh. Aber das Vieh war ganz schön mutig gewesen. Holla die Waldfee. Ah, guck mal, wir haben eine Kokosnuss gefunden. Sauber. Mitnehmen. Perfekt. Da kann man trinken. Oh, schön Früchte noch. Also hier verdursten wir sicher nicht und verhungern. Wir gehen unten rum, gell? Das ist besser. Nicht, dass wir am Ende wieder an irgendeiner Klippe stehen. Da haben wir wieder Früchte, das ist sicher sehr, sehr gut. So. Da haben wir wieder eine Wasserquelle. Lass mal gucken. Ist das sicheres Wasser? Unsicher. Durst haben wir nicht. Nee, komm, dann trinken wir auch nicht draus. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob man sich da vergiften kann oder ob man einfach nur einen Magen, sag schon, einfach halt eine Infektion oder sowas halt bekommt, wenn man so unsicheres Wasser trinkt. Oh, was ist denn das hier? Da hat wohl was nicht richtig geladen. So kann man es auch machen. Okay, ich probiere das Ganze jetzt nochmal. Ah, schon wieder daneben. Schade. Eine Klapperschlange. Nee, auf die habe ich gar keinen Bock. Das kennen wir noch vom letzten Mal. Sind wir elendig gestorben an dem Gift. Also, ja, gestorben sind wir. Am besten die Dinger mit einem Pfeil und Bogen oder so dann später jagen. Nee, das war nicht die. Ich weiß noch, wie sie aussieht. Sie hatte so kleine gelbe, so ähnlich wie die, so kleine gelbe Blüten nur. Oh, guck mal, perfekt hier. Da haben wir doch sicher auch Fische und so Zeug, nicht? Ey, das sieht doch perfekt hier aus für ein Lager. Zeig mal, haben wir hier Fische drin? Oh, ich denke schon, dass es hier Fische hat. Klar, zum Trinken ist es natürlich nicht so optimal. Sogar Fische hat es hier. Ja, kann ich das Wasser auch irgendwie reinigen später? Das ist Bambus, ne? Den kriege ich nicht mit der Axt kaputt. Also zumindest nicht mit der da. Ich stelle jetzt trotzdem mein Lager hier mal auf. Weil das ist einfach eine gute Anhaltspunkt. Es ist halt easy zu finden. Ein paar Steine nehmen wir noch mit. So. Hier ist doch ein guter Platz, oder? Okay, jetzt probiere ich es mal. Also, das Buch rausholen. Wollen wir gerade das Große machen? Hütte, Unterstand, Hüttenunterstand. Oh, ich habe Blutegel, sehe ich gerade hier. Hä? Ich nehme den gleich weg. Was ist denn besser? Kleiner Unterstand? 2, 6, 9. Ich glaube, das ist besser, oder? Nee, ich glaube, das ist besser hier. Ich glaube auch. Ich nehme das hier. Guck, das müsste man doch jetzt wie das Lagerfeuer ein. Ah, es funktioniert doch. Warte, war es doch gerade. Ja, ich. Normal müsste das doch jetzt weiß werden.
Oder es hat dann. Es hat keinen Platz hier. Das kann natürlich auch sein. Durch die ganzen Pflanzen, die hier sind. Ich glaube, das Ding ist zu groß. Das ist ja riesig. Guckt euch das mal an. Ich probiere das Kleine jetzt erstmal. Aber eigentlich müsste das so funktionieren. Nochmal. Buch. Es fängt auch noch an zu regnen. Ja, es ist schlimm mit dem Blutegel, nicht, gell? So, es funktioniert. Sehr schön. Ja. Ja, bauen wir den doch hier hin. Ist das jetzt. Ah, ne, da ist jetzt der Eingang. Ich will ja mit dem Eingang zum Wasser, das ist viel gemütlicher. So ein bisschen hier. Versteckt noch. Perfekt. So. Also, das haben wir. Und in dem Ding kann man übrigens speichern. Also man braucht mehr als nur ein Bett, man muss auch speichern, man braucht so einen Unterstand und dann kann man speichern da drinnen. So, ich will mich nochmal checken. Wie kriege ich denn die Blut? Ah, so. Okay, habe ich noch mehr? Ja. Das sieht gut aus. Das sieht auch, ich hätte nicht durch das Wasser gehen sollen. Ist auch okay. Perfekt. So, jetzt bauen wir das Ding, dass wir da noch endlich speichern können. Ah, guck mal, hier haben wir die Stöcke gesammelt zum Glück schon. Stock, Stock, Stock. Jetzt brauchen wir noch mehr Stöcke. Okay. Noch einen Stock brauchen wir. Einen Stein nehme ich aber auch noch mit. Ja, jetzt habe ich hier natürlich genau an einem Bambuswald das Ding hingehauen und nicht an einem ganz normalen Wald. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Vor allem hier hat es auch keine Palmen. Da hätte ich fast auf die andere Seite. Oh, guck mal, da drüben hat es Palmen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Ding wieder abbaue. Kann ich das auch wieder wegnehmen? T halten zum Demontieren. Ey, ich baue das woanders hin, Leute. So schön idyllisch das hier auch ist. Das Bambus ist schon robuster als normales Holz. Das ist mir schon klar. Aber das kann ich gerade noch nicht abbauen. Ich gehe rüber auf die andere Seite. Also mal unabhängig davon, dass da drüben sowieso ein Bootssteg ist und so Zeug. Hat's hier Krokodil? Hier hat's, glaube ich, schon Krokodile, ne? Ich mache einfach schnell. Vielleicht hat sie auch Piranhas oder so. Ich würde sterben, wenn sie... Warte mal. Kurz abchecken. Jetzt will ich wieder Blutegel oder irgend sowas haben. Aber sieht gut aus diesmal. Ja. Die können halt, glaube ich, wahrscheinlich auch Infektionen und sowas verursachen. Wie Stechmücken auch. Guck mal, hier ist sogar Kohle, kann ich hier holen. Ja, an sich finde ich die Stelle eigentlich gar nicht so verkehrt hier. Könnte ich auch hier meinen Unterstand hinbauen. Orangensaft. Autorücksitz. Ah, da kann ich sogar schlafen auf dem Ding. Ein Snack. Ist ja geil. Eine Matratze. Eine Dose. Nice. Sogar eine Hängematte zum Schlafen. Ich halt mal hier. Komm, ich schlaf mal eine Runde. 20 Uhr. Ah, shit. Das ist ja viel zu... Jetzt wache ich mitten in der Nacht auf. Ah, das ist ja geil. Ruhiger Schlaf. Gestiegene Gesundheit plus 3. Ich lege mich jetzt trotzdem nochmal hin. Ich will nicht mitten in der Nacht hier spielen. 6 Uhr, 7 Uhr morgens, das ist okay. 5, 6, 7. So. Was ist denn los? Irgendwas mit den Vitalwerten ist jetzt nicht in Ordnung. Oh, wir haben Durst. Wir brauchen Energie, Fette. Ach Gott. Also, was haben wir denn im Inventar? Schauen wir doch mal nach. Ja, guck mal, hier ist doch eigentlich schon einiges dabei. Orangensaft. Das ist doch schon mal gut. Ja, ein bisschen Snack. Guckt euch das an, was das Zeug bringt. Was haben wir hier? Durst und was war nochmal das Rote gewesen? Das Rote war, glaube ich, Energie, ne? Vitalwerte oder irgend sowas. Hier. Eiweiß, genau. Eiweiß war das gewesen. Gut, Vogelnest finde ich jetzt nicht gerade so schnell. Proteinriegel habe ich jetzt aber auch keine. Das reicht erstmal. Unterwegs werden wir schon was finden. Ich werde jetzt trotzdem hier irgendwo mein Lager aufladen. Das muss ich jetzt trotzdem mal machen, dass ich auch speichern kann. Den nehme ich noch mit. So. Ich stelle das jetzt hier hin. Hier ist eine schöne Stelle, oder? Hier, schöne Aussicht. Ja, das ist gut hier. Hier stellen wir das Ding hin. So. Tagebuch N. Jetzt könnte ich aber auch mal probieren, das große Ding zu bauen. Nee, das hat keinen Platz. Wieso hat das keinen Platz hier? Braucht das so viel Platz? Kannst mir noch nicht erzählen, dass das so viel Platz braucht. Doch, scheint fast so zu sein. Oder das muss vorher einen kleinen Unterstand haben, damit wir das bauen können. Ich weiß es nicht. Kleiner Bambusunterstand. Das ist ja was anderes. Da brauchen wir sowieso Bambus. Das können wir ja noch gar nicht ab... Ah, das können wir ja sowieso noch nicht verwerten, Bambus. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Das will ich aber. Kleiner Unterstand. Das leuchtet gelb. Hui, es regnet bei uns.
Das wird später ganz toll sein, rauszufiltern auf der Audio, bei der Audio im Spur. Ist jetzt wurscht, Leute. Wir bauen jetzt einfach das Ding hier und fertig. So, drehen. Und wieso geht das jetzt nicht? Ah, da war es gerade. Also das scheint sehr, sehr wählerisch zu sein mit dem Ort, wo man das Ding hinbaut. Weil wir zu nah am Wasser vielleicht sind? Hä? Eben war es ganz kurz weiß. Warte, ich will nochmal hier hingehen. So. Perfekt. Bauen wir hier hin. Also wir brauchen noch einen Stock. Haben wir noch einen kleinen Baum hier irgendwo? Da. Sehr schön. So, langer Stock. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Glaube ich zumindest. Doch, das ist ein langer Stock. Den brauchen wir, oder brauchen wir den auch? Ne, den brauchen wir gar nicht. Ah, den kann man ja verwerten, indem man... Genau, Stock. 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 Ah, jetzt brauchen wir einen langen Stock. Drei lange Stöcke brauchen wir jetzt. Das nehme ich trotzdem mit. Hier haben wir schon mal einen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nochmal zwei. Am besten nochmal einfach so einen Baum fällen. Das ist am besten wahrscheinlich. Am allerbesten ist das. So. Oh, unsere Axt ist gleich abgenutzt schon. Ich glaube, dafür wird die nächste aber länger halten. So, langer Stock. Zack. Und noch einen langen Stock. Oh, wartet mal. Den nehme ich mit. Wo war denn der Baum? Hier. Haben wir noch einen langen Stock hier? Ja, perfekt. So. Und unser 5-Sterne-Hotel ist jetzt gleich fertig. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch Palmenblätter. Hä? Ach, Seil. Palmenblatt. Wie viel brauchen wir denn hier? 1 Million oder was? Guck mal, hier liegt gerade in so einem Boden. Aber wir können ja sowieso mehrere tragen. Wir können bis zu 6, 7 Stück. Ah. Boah. Die Axt hat es fast abgenutzt bei mir. Palmenblatt, 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 Palmenblatt. 6 Stück, so. Ich glaube, 10 brauchen wir hier für das Ding. Hat noch nicht gereicht. Ich glaube, wir haben jetzt 8 oder so. 9, 10. So. Jetzt müsste das Ding fertig sein. Boah, noch mehr Palmenblätter. Ei, wie viel brauchen wir denn da? Jetzt habe ich aber genug hier langsam. Hier. Jetzt haben wir nochmal 6 Stück habe ich jetzt hier. Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass das immer noch nicht gut ist. Fertig. Geil. Weg da. Und unser erstes Haus, Leute. Unser erstes Haus ist fertig. Sieht doch gemütlich aus, oder? Und jetzt müsste der eigentlich speichern. Ja, ja, bis am Mittag so. So ist gut. Hat er jetzt gespeichert? Spiel speichern. Es hat gespeichert. Spiel speichern. Halten zum Speichern. So. Sehr schön. Wir haben gespeichert. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Okay, wir brauchen was zu trinken. Was zu trinken und Eiweiß brauchen wir. Das kann ich nicht machen. Ich kann probieren, Fisch zu fangen. Also auf jeden Fall trinken, das machen wir schon mal so. Hat das gereicht? Ist okay. Jetzt gucken wir mal, wie wir schnell einen Speer für die Fische herstellen. Das war hier irgendwo gewesen. Steinaxt. Nee. Axt, Fackel, Pfeil. Irgendwo war doch dieser kleine Speer. Ah, warte, hier sind diese Pflanzen. Kohlenhydrate. Die gibt Flüssigkeit und Kohlenhydrate, diese Frucht. Antivenive Eigenschaften. Tabak. Hier, das war doch die. Nee, doch, das ist die mit einem einfachen Verband. Hat die nicht hier sogar gegen Vergiftung geholfen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Hier sind ganz viele. Kohlenhydratenquelle. Unbekannter Pilz. Unbekannter Pilz, die gelben. Unbekannter Pilz, die orangenen. Das werde ich dann alles noch erforschen in aller Ruhe. Kleine Falle. Mann. Ich könnte schwören. Ich baue noch ein Lagerfeuer. Das finde ich eine gute Sache.
Oh, das können wir natürlich nicht genau hier hinbauen. Warum denn nicht? Was ist denn dein Problem damit, hä? So wählerisch. Ich kann hier niemanden ein scheiß Lagerfeuer hinbauen. Ist das dein Ernst? Warum denn nicht? Ich glaube, das spinnt noch so ein bisschen. Okay. Dann lassen wir das kurz mal. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, wegen den Fischen wollte ich ja gucken. Ich probiere jetzt auch mal aus, was die Früchte bringen hier. Es scheint anscheinend nicht so lecker zu sein. Was hat er reingeschrieben ins Buch? Warte, wo steht das? Das Zeug? Hier. Wo ist denn diese dunkle Frucht? Hat er gar nicht reingeschrieben, was die bringt. Steht nur die Frucht hier. Aber die scheint anscheinend nicht so lecker gewesen zu sein. Ich brauche noch eine neue Axt. Ich brauche noch eine neue Axt, genau. Herstellen. So, herstellen. Kann ich eigentlich auch zwei von denen? Und dann ist was? Und jetzt ein Stock? Geht das? Nee, das geht nicht. Schade. Okay. Aha, wartet mal, da muss ja sowieso noch ein Seil dazu. Nee, da passiert nichts. Okay. Aber da passiert was. Gut, jetzt haben wir noch eine neue Axt. Das ist sicher gut, bis die andere sich abgenutzt hat. Den tun wir auch noch rein. Sehr schön. Ich bin zwar immer noch sehr überfragt, warum, noch mal kurz speichern. Warum wir kein... Unsere Gesundheit ist auch ganz schön unten. Wir brauchen halt Eiweiß, ne? Was heißt denn... Ich weiß nicht, was das alles heißt. Was ist das da? Herstellen. Nee, das wollte ich nicht. Da kann man Pfeil, Fackel, eine Axt, Steinaxt, Steinklinge, Handbohrer, Verband, Kokosnuss, ein Seil, ja. Kann ich auch, nee, das geht nicht, oder? Wenn ich jetzt einfach so Lianen nehme, kann ich da so eine Art Seil, also das, ich meine, das ist ja schon, ah, das ist ja schon ein Seil. Guck, kann ich jetzt einen Bogen bauen, wenn ich jetzt hier so herstellen mache? Und dann jetzt hier so? Was haben wir dann? Was ist das? Eine Fackel. Oder sowas halt, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen weitergehen. Was ist denn los? Wir haben keine Energie mehr. Scheiße. Alter, wir hätten hier unser Lager hinbauen sollen. Das wäre geil gewesen. Das ist natürlich nicht sauber, ne? Schmutziges Wasser. Ja, war mir klar. Ich kann das nicht trinken. Das ist ja eklig. Da wären wir ja sowas von krank. Das geht ja nicht. Aber wir haben noch eine Kokosnuss gefunden. War das nicht so? Nee, die haben wir ja schon konsumiert. Herstellen? Nee. Lebensmittelvergiftung kriegen wir von den Dingern hier. Die sollte ich nicht essen. Ah, die sind verfault. Die habe ich schon gesammelt, aber ich habe die zu lange in meinem Inventar gelassen. Auch die Pilze. Scheiße. Okay. Ja, da kann ich die eigentlich wegwerfen, ganz ehrlich. Die hätte ich gerade essen sollen. Wahrscheinlich über die Nacht. Ja, logisch, wir waren ja am Samstag schlafen gelegt. Oh, ich Depp. Kann man alles entsorgen. Jetzt sind wir wieder nackt. Ich darf mich auch nicht... gut, ich laufe einfach am Wasser entlang. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Was haben wir da? Ein Wildschwein. Als ob ich das jagen könnte. Getroffen! Bleibt das doch wieder stehen irgendwann? Nochmal? Nein! Daneben. Wo ist denn das? Komm, das kriege ich noch.
Erwischt. Es ist tot. Sauber. Wir haben Keiler erlegt. Wow. Das Ding haben wir ja richtig ausgenommen. Oh, nein. Wir sind vergiftet worden. Nicht dein Ernst. Diese scheiß Schlange. Vergiftete Wunde. Ja gut, wir haben gespeichert, aber das ganze blöde Schwein, was wir jetzt erlegt haben, das geht natürlich flöten. Wo wurden wir denn gebissen? Wahrscheinlich am Bein, nehme ich an, oder? Hier. Gut, da hilft kein einfacher Verband eigentlich. Ja, wir sterben bald. Scheiße. Ich guck wenigstens jetzt schnell mal nach, ob ich noch was finde hier. Hier. Pilze. Mit einem Verband am besten machen. Das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir eh nicht mehr. Das ist die mit den goldenen Dingern oben drauf. Also mit so violetten Blüten. Das wäre Tabak. Okidoki. Ich glaube, wir verrecken jetzt trotzdem. Okay, wir hängen sowieso fest. Scheiße, wir hängen sowieso fest. Nein. Oh. Okay, easy. Wir haben ja eh gespeichert. Ich glaube, da benutze ich das jetzt, um den... Oh, jetzt haben wir es draußen noch geschafft. Trotzdem den Part jetzt zu beenden. Wir sind bei 26 Minuten. So, meine Leute, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an dem Part. Der war jetzt zwar ein bisschen ruhiger gewesen, aber ich musste auch erstmal herausfinden, wie jetzt alles funktioniert und so. Die Stars, pipapo, ihr wisst ja, was ich meine. Bevor ich jetzt verrecke, wollte ich noch sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.